One of our most typical Bavarian food is the so-called Weißwurst. It's a white sausage, and by side you have to try the Bretlons and also sweet mustard. And for beverage, for drink, you have to try the Weissbier. It's a wheat beer. It's also local from Munich here. And in this combination, it is a very typical Bavarian and traditional dish. You have to visit the Viktualienmarkt. It's a marketplace. They offer fresh fruits and a lot of traditional foods, local foods like cheese, sausage. It's from regional producers. And there's a very, very big amount of things you can see, you can try, you can taste, you can smell. Wir haben ungefähr 300 verschiedene Sorten Käse bei uns am Stand. Wir haben auch ein paar Spezialitäten, die es irgendwo anders nicht gibt. Und einer meiner Lieblingskäse, das wäre hier der Morbier. Das ist eine französische Spezialität. Das ist ein sogenannter Tag-Nacht-Milchkäse, der in der Mitte eine Schicht von Naturasche hat. Hier auf dem Viktualienmarkt etwas zu verkaufen und gerade Käse ist schon etwas Besonderes. We've got here the Paulaner wheat beer, the white beer from Paulaner. It's a local one, brewed here in Munich. And we have it and we offered our hotel guests also for happy hour as our best brew program. That's a standard from 4 points we have here. Paulaner Brewery was founded 1634 by the Paulaner monks. They came from Italy to Munich and they start brewing a very special, a very strong beer. The ingredients in Germany is very easy because we have the, we call it Reinheitsgebot, it's a law of purity. And it's only allowed to have, to use malt, water, hop and yeast. People should visit the Noggerberg from Paulaner, and it's very a traditional restaurant where you can enjoy very traditional food and also in a Bavarian atmosphere. You've got a lot of wooden furniture, traditional closed staff. Was bei uns besonders beliebt und auch begehrt ist, was wir allerdings auch nicht das ganze Jahr machen, vielleicht ist es auch deshalb besonders begehrt, ist die Ente. Wir haben da eine besondere Zubereitungsart, das heißt, wir garen das Geflügel, das Tierchen ganz, ganz behutsam, so bei ja, 120, 130 Grad. Und die Ente kommt gegart, aber noch weiß, also nicht so wie nach dem Mallorca-Urlaub, also, sondern wirklich weiß aus dem Ofen raus. Dann lassen wir sie ein bisschen ruhen und dann wird sie nochmal ganz, bei ganz starker Hitze, so bei 230 Grad, nochmal richtig reingeschoben und dann kommt diese schöne, begehrte, frische Kruste. Und das ist so ein bisschen das Geheimnis. Und durch diese niedrige Garzeit haben sie ein schönes, saftiges Fleisch und trotzdem eine interessante, knackige Kruste. Was bei uns im Haus sehr begehrt ist, ist der Kaiserschmarrn, der eigentlich in Österreich geboren ist, sage ich mal, aber den haben wir ein bisschen biovarisiert, also mittlerweile kehrt der zu uns. Da haben wir natürlich auch eine Geschichte, die, sage ich mal, typisch für unser Haus ist. Wir machen in den Teig, aber sie sagen das nicht weiter, ja? Wir machen in den Teig so ein Spritzer Bier rein und wir schlagen die Eier nicht. Da können Sie sich nämlich die Schneeschlagen sparen. Das heißt, Sie rühren Mehl, Bier und etwas Milch, Salz und ein bisschen Zucker zusammen, haben da so eine Art Pfannkuchenteig und dann schlagen Sie die Eier rein, aber rühren nicht mehr. Nur so viel wie notwendig, aber so wenig wie möglich. Und dann müssen Sie das eigentlich zu Schnee schlagen und der Teig geht wunderbar auf.